Salam alaikum, liebe Leute. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ihr habt ja schon lange nichts mehr von mir gehört. Ich habe euch auf Instagram angeboten, ein 20 Facts About Me Video zu drehen. Und ich habe ganz viele Daumen nach oben bekommen. Und deswegen dachte ich mir, das drehst du jetzt einfach mal. Und zwar, ich fange auch direkt schon an. Fakt Nummer 1, ich mag keine Unzuverlässigkeit. Fakt Nummer 2, wenn ich zum Morgengebet aufstehe und tatsächlich mein Sabach Namaz bete, finde ich, dass der Tag insgesamt viel effektiver vorübergeht. Ich finde, dass er viel mehr Bereket hat, also irgendwie die Zeit nicht so schnell rumgeht und man viel mehr schafft an diesem Tag. Fakt Nummer 3, ich liebe Tomaten. Ich esse eigentlich jeden Tag Tomaten. Fakt Nummer 4, ich hasse Innereien, also sowas wie Ishkembe oder so, geht bei mir gar nicht. Fakt Nummer 5, ich liebe türkisches Essen, oh mein Gott, und zwar nicht nur, weil ich eine Türke bin, sondern weil es einfach gut schmeckt. Fakt Nummer 6, ich liebe Donuts, aber als ich letztens erfahren habe, dass sie total ungesund sind, dachte ich mir, ist mir doch egal. Fakt Nummer 7, Leute, ich habe jetzt ernsthaft angefangen, über einen anderen Studiengang nachzudenken. Aber ich weiß noch nicht, welchen. Fakt Nummer 7, mach Yoga und der Tag läuft gut. Das kann ich sagen. Fakt Nummer 8, ich denke wirklich sehr oft darüber nach, wie ich wohl mal sein werde, wenn ich alt bin. Wenn Gott will und ich mal 80 sein sollte, frage ich mich wirklich, wie ich sein werde, ob ich dann auch mal eine Zahnprothese habe, ob ich dann auch vielleicht nicht mehr laufen gehen, stehen kann und es auch nicht mehr kontrollieren kann, ob man zum Beispiel pupst oder nicht. Fakt Nummer 10, ich habe endlich meinen Hijab-Style gefunden. Fakt Nummer 11, ich hätte nie gedacht, dass ich mal so krass an meinem Auto hängen würde. Ich liebe mein Auto und ich will eigentlich gar nicht mehr ohne. Der 12. Fakt, ich hasse es zu bügeln. Ungelogen, wenn es Klamotten geben würde, die bügelfest sind, bügelfrei, am besten noch keine Flecken halten und in der Wäsche nie eingehen, ich glaube, dann wäre ich der glücklichste Mensch auf dieser Welt. Fakt Nummer 13, ich liebe Vintage. Also ich habe wirklich angefangen, so Vintage-Klamotten, Vintage-Style, eigentlich alles, was damit zu tun hat, zu mögen. Fakt Nummer 14, ich kann immer noch gut sehen, Leute. Ich habe mich ja letztes Jahr im Juli lasern lassen und ich kann immer noch sehen. Ich bin so dankbar, Alhamdulillah. Es ist so ein schönes Gefühl. Fakt Nummer 15, 2019 wird mein Jahr. Es ist einfach so. Ich habe es zwar schon letztes Jahr gesagt. Letztes Jahr sind auch schon viele wichtige Dinge passiert, aber 2019 passiert noch viel, 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 viel mehr. Bleibt gespannt. Fakt Nummer 16, wenn ich könnte, würde ich die ganze Welt mit Liebe überschütten. Ungelogen. Ich würde jedem so viel Liebe schenken und so viel Liebe ins Herz einpflanzen, dass diese ganze Welt nur noch aus Liebe und Frieden besteht. Fakt Nummer 17, ich liebe es, Vorurteile abzubauen. Ungelogen, Leute. Es gibt so viele Situationen in meinem Leben, wo ich zum Beispiel mit Menschen telefoniere und dann denken die natürlich nicht, dass sie gerade mit einer Hijabi reden. Und dann sehen sie mich das erste Mal und dann ist der Gesichtsausdruck wie folgt. Und man denkt sich so, ich wusste ganz genau, was du jetzt über mich denkst oder gedacht hast. Und nein, und ja, ich trage ein Kopftuch. Und nein, ich bin nicht blöd, uncool oder spießig oder sonst irgendwas, sondern ich bin einfach ein normaler Mensch, obwohl ich Kopftuch trage und ich bin gebildet und ja, mit mir kann man reden. Fakt Nummer 18, ich habe aufgehört, so viel zu shoppen. Ungelogen. Ja, hier und da kauft man natürlich noch was ein, aber ich habe angefangen, eher auf Qualität statt Quantität zu setzen. Ich hoffe, das passt jetzt in diesen Satz. Dass ich einfach schaue, mehr auf qualitative Produkte umzusteigen, die gegebenenfalls auch in Deutschland produziert worden sind. Aber ich bin nicht perfekt. Nobody's perfect. Deswegen... ja, schleicht sich hier und da immer noch was ein, aber ich habe mich gebessert. Fakt Nummer 19, ich mag keinen Schichtdienst. Er hat zwar Vor- und Nachteile, aber irgendwie mag ich ihn zunehmend weniger. Fakt Nummer 20, ich werde in 2 Jahren 30 und ich weiß nicht, wie ich das verkraften werde. Leute, ich hoffe, die 20 Fakten haben euch gefallen. Schreibt mir doch gerne in die Kommentare, welcher Fakt euch am meisten interessiert hat oder wo ihr vielleicht noch nähere Informationen dazu wissen wollt. Oder schreibt mir doch eure 20 Fakten oder 5 oder 10 Fakten in die Kommis. Ich würde mich darüber freuen. Inshallah, bis zum nächsten Mal. Vergesst nicht, mir auf Instagram zu folgen und überhaupt. See you later, alligator. Bye, bye.